Das ist ein großer Drache. Das war ein Meisterschuss. Armer Kerl. Ja, und hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Tomb Raider 2 Part 1. Und wir machen gleich nicht Spiel laden, neues Spiel. Oh, die große Mauer. Und schon wieder so ein Ladebalken. Und wir kommen von oben. Na, was haben wir so im Inventar? Pistolen. Zwei Schrotflintenschüsse. Zwei. Mit zwei kann man kaum was anfangen. Ab hier gibt es sogar die Fackeln. Großes und kleines. Und die Statistiken. Und los! Sieht man, wie der Helikopter abschießt, abzischt. Und jetzt kann man sogar warten. Weil hier gibt es flaches Wasser. Aber nicht nur wir können warten, sondern auch der Tiger da. Der sich natürlich hinter dieser Säule da versteckt. Versteckt hinter diesem Felsen. Der aber auch schnell ablebt. Jetzt, wir müssen uns hier rauf. Komm. Und natürlich kommt ein zweiter Tiger. Nur, warum ist er überhaupt da? Und der ist tot. Warum ist ein Tiger jetzt hier? Und da ist der Steindrache. Aha. Und irgendwie kommt es mir gerade so vor, als ob alles schneller als normal geht. Mir so vor,
Wahrscheinlich ist es aber gar nicht so. Und jetzt rauf hier. Und rüber da. Und nun können wir endlich in die große Mauer. Wo ja so ein Abschnitt. Und hier ist der Durchgang, der einzige. Hier, natürlich ist ja gut, dass hier unten Wasser ist, sonst hätte ich ganz schön viel Leben verloren. Gleich zu Anfang, wo wenig Medipacks sind. Und gesagt, wo ich noch keine richtigen Medipacks habe. Gesagt, nur zwei, ein kleines und großes. Rüber hier. Sozusagen noch das Einstiegslevel. Ey, zieh den Hebel da. Und so können wir raus. Raus, Lara. Und hier, was kommt denn hier? Zwei Rahmen, die zu der total unsichtbar sind durch diese Schwärze. Da. Versteckt sich der eine im Schatten des anderen? Das ist voll die Versteckungs... Voll die Illusionstechnik. Und hier müssen wir runter, weil hier ein Schlüssel ist. Lara, geh rein. Und jetzt gibt es zum Glück diese Unterwasserrolle. Juhu, endlich. Können wir uns unter Wasser drehen. Toll, Totenwache. Habe ich schon mal gut hingekriegt. Auf Lara. Da drauf. Und hoch wieder auf die Mauer. Und hier ein Schlüssel. Den wir auch schon vorher geholt haben. Wachstubenschlüssel. Waren da schon alle? Nein, anscheinend nicht. Und da oben ist noch eine. Ich könnte sie auch aus Entfernung machen, aber es dauert zu lange. Und jetzt sind alle weg. Schlüssel, komm her. Aha. Ein silberner Schlüssel, oder was soll das sein? Und wieder hier runter. Rost. Ach nee, so ein rostiger Schlüssel. Und was kommt hier? Natürlich auch wieder Spinnen. Und hier hinten war eine fiese Kopf von hinten. Na, Skelett, gib deine Sachen her. Und jetzt rüber hier. Und am besten hier rüber hangeln, sonst... Ja. Das hört sich nicht gut an. Das ist ein nerviger Ton. Ich hasse diesen Ton.
Der hört sich schon ungesund an. Rüber und runter hier und runter her tauchen. Und ich würde sagen, speichern. Speichern. Überschreibe Spiel. Ja. Haben wir einen vorherigen Knopf gespeichert und jetzt können wir hier lang. Falle. Folgt auf. Falle. Oh oh. Aha. Au. Diese Stacheln tun immer weh. Und hier würde ich sagen, nicht nochmal speichern. Hier ist, weil hier könnte man fast verkacken. Besser gesagt, was verpennen. Was ich nicht will. Mich nicht innen verbinden. Nein. Also, das war Let's Play Tomb Raider 2 Part 1 und bis zum nächsten Part.